Hier ist der österreichische Rundfunk, Wien. Austria calling. Ici Luxus. Radio Austria, Vienna. Österreich International. Radio Austria International. Welcome to Radio Austria International. Hier ist der österreichische Rundfunk, Wien. Austria calling. Ici Luxus. Radio Austria, Vienna. Österreich International. Radio Austria International. Welcome to Radio Austria International. Hier ist der österreichische Rundfunk, Wien. Austria calling. Ici Luxus. Radio Austria, Vienna. Österreich International. Radio Austria International. Welcome to Radio Austria International. Hier ist der österreichische Rundfunk, Wien. Austria calling. Ici Luxus. Radio Austria, Vienna. Hier ist der österreichische Rundfunk. Anlässlich 100 Jahre Radio wenden wir in Zusammenarbeit mit den Funkamateuren des ORF eines der letzten Interviews mit dem 2021 verstorbenen Professor Wolf Harrandt. Harrandt, Jahrgang 1941, begann seine Tätigkeit für den Rundfunk bereits im Alter von 5 Jahren im Bereich des Kinderfunks. Von 1970 bis zu seinem Tod im Jahr 2021 arbeitete Wolf Harrandt für und mit dem Rundfunk. Professor Harrandt gründete das Dokumentationsarchiv Funk, das etwa 6 Millionen Objekte umfasst und die weltweit größte Einrichtung zur Geschichte des Funkwesens mit den Schwerpunkten Rundfunk und Amateurfunk ist. Bei Radio Österreich International betreute Harrandt über Jahrzehnte die Medienmagazine. Das Interview führte Michael Linsberger, Redaktion und Schnitt Martin Carnelli. Ich bin Wolf Harrandt, ich habe viele Jahre beim Rundfunk gearbeitet, habe lange Zeit das Dokumentationsarchiv Funk geleitet. Das ist die größte Einrichtung zur Geschichte des Funkwesens, auch speziell zur Geschichte des österreichischen Rundfunks. Und bin jetzt ein wissenschaftlicher Mitarbeiter im Beirat. Vielleicht einmal grundsätzlich. Radio ist die logische, die konsequente Fortsetzung der drahtlosen Telegrafie. Telegrafie bedeutet Morsezeichen, also ein Ton, ein oder aus, ein oder aus. Erst als es möglich war, ein komplettes Frequenzspektrum zu modulieren, konnte Sprache, konnte Musik übertragen werden. Das ist über viele Jahre stufenweise gegangen, daher streitet man, wer hat wann, wo die ersten Sendungen, das erste Radio gemacht. Aber konkret kann man sagen, dass kurz vor dem Ersten Weltkrieg nicht nur in den USA, die da bahnbrechend waren, sondern auch anderswo, erste Versuche gemacht wurden, die man nicht unbedingt als regelmäßiges Radio bezeichnen kann. Nach 1918, also nach diesen
schrecklichen ersten Nachkriegsjahren kam plötzlich in ganz Europa ebenfalls Broadcasting auf, Radio, das Strahlende. Man hat zunächst nicht einmal gewusst, wie man es bezeichnen soll. Und natürlich schwappte das dann irgendwann einmal auch nach Österreich über den die ersten Funkhörer. Die konnten ja schon den Pariser Eiffelturmsender hören oder Daventry in Großbritannien. Die wollten es jetzt auch bei uns irgendetwas bekommen. Wo waren die Schwierigkeiten? Beispiel Deutschland. Im Deutschen Reich hat sich daran gespießt, dass es kein Telegrafengesetz gab, das Radio berücksichtigen hätten können. Und die Behörden hatten wahnsinnig Angst, dass noch einmal das passiert, was 1919 passiert ist. Rätesoldaten übernehmen einfach das Funkwesen und man ist machtlos gegen alle diese Aussendungen. In Österreich gab es das Gesetz auch nicht, das musste auch irgendwo modifiziert werden. Aber es gab Interesse, mitzumachen. Und da gab es nun über ein Dutzend Projektwerber. Das waren Elektrofirmen, das waren Private, die da ein Geschäft gewittert haben. Und da und dort wurden auch einzelne Versuche schon gemacht. Alles nur illegal und unter der Decke. Und ganz illegal war der Otto Cotton. Der war Techniker bei J&Nissl. J&Nissl hatte sich mit Telefonanlagen und während der Kriegszeit mit hervorragenden Aufträgen gut über die Runden gebracht. Und der Otto Cotton hat sich gedacht, dann baue ich halt einfach einen Sender und probiere es. Und genau das hat er gemacht. Das war Radio Hekafon auf Welle 500. Und er hat einfach, heute würde man sagen, Piratenradio gemacht, zu senden begonnen. Das ging vom April 1923 bis Ende August 1924. Und in der Zwischenzeit haben alle anderen sich bemüht um eine Konzession. Und jetzt kommt der Oscar Jayer, den muss man sich vorstellen als einen dynamischen, wahrscheinlich auch etwas cholerischen Macher. Der war beim Anton Rintelen beschäftigt, der Landeshauptmann von der Steiermark in Graz. Und der Rintelen schickt den Jayer einmal da irgendwo hin, da steht irgend so ein technisches Ding, schauen Sie sich das an. Dort trifft der Rintelen auf den Franz Anderle. Anderle ist ein Pionier des Telegrafenwesens gewesen und war jetzt im nunmehrigen Heeresministerium, nicht mehr Kriegsministerium, beauftragt, das alte Gräubel zu verkaufen. Als Hauptmann hat er angefangen und irgendwie als Generalmajor hat er schließlich aufgehört. Und als Jayer ihn fragt, was kann man mit dem machen, sagt der andere, mit dem nichts, aber in Wien steht das, mit dem könnte man Broadcasting machen. Jayer springt auf, geht zu Rintelen, Rintelen verhilft ihm zu den erforderlichen Krediten, Jayer findet Aktionäre und sein Antrag wird schließlich durchgeboxt. Warum wird er erfolgreich? Na, vor allem, weil er die Anlage im Heeresministerium fix und fertig übernimmt. Da stehen bereits die Antennenmasten, da gibt es einen Akkumulatorenraum, da gibt es ein improvisierbares Studio. Allerdings, der Sender funktioniert nicht. Jayer fährt nach Deutschland, kauft um eigenes Geld bei Telefunken einen Sender ein und man beginnt mit Versuchssendungen. Sehr früh geht alles schief. Erst am 24. Oktober 1924 geht man offiziell in Betrieb. Seit August gibt es Sendungen, die halt halbwegs funktioniert haben. Davon redet man natürlich heute nicht mehr. Radio Hekafon muss den Betrieb einstellen und Jayer erbt 10.000 Hörer mit Detektorapparaten und erbt eine ganze Mannschaft und Frauschaft von Leuten, die schon ein Jahr Radio ausprobiert haben. Die Kapelle, Bert Silbing und dieser Sprecher und jene Kammersängerin, also einen besseren Start kann er sich eigentlich gar nicht wünschen. Der Stubenring-Sender ist sehr bald zu schwach, also sucht man sich ein Gelände, findet in Wien am Rosenhügel, am Stadtrand, ein freies Gelände und baut dort einen riesigen Sender mit 5 Kilowatt. Der ist noch nicht einmal fertig, muss er schon auf 12 und dann auf 20 Kilowatt erweitert werden, denn der Fortschritt ist absolut rasant. 1927 sind bereits alle Bundesländer mit Nebensendern versorgt.
Rinteler hat sein Ziel erreicht. Graz hat als einziger Nebensender ein eigenes Fensterprogramm. Rinteler ist ein Name, den man sich unbedingt merken muss. Ja, und das Studio, dieses eine Kammerl da am Stubenring, ist auch zu eng. Wenig weit entfernt in der Johannesgasse gibt es eine aufgelassene Schule. Das ist das erste richtige Funkhaus. Dieses Funkhaus ist, als es bezogen wird, bereits zu klein, weil es ja unter anderem auch die Abonnenten betreuen muss. Aber gleich daneben ist das Etablissement Ronacher, dort kann man Studios beziehen. Jetzt kommt das absolut Fantastische. Der Cea findet die richtigen Leute am richtigen Platz. Da gibt es einen Herrn Richterer, der macht das Wissenschaftsprogramm. Man hat ja nicht gewusst, was man machen soll, was man anfangen soll mit diesem Castle, vor dem man steht. Da macht er so eine Wissenschaftssendung, die ist mehr als die bisherige Urania mit Vorträgen. Da gibt es den Hans Nüchtern, der entwickelt aus dem Schauspiel ein Hörspiel, die Hörbühne. Der engagiert ein Ensemble. Die proben wie auf einer herkömmlichen Bühne und dann ist die Premiere und einzige Vorstellung, da steht er mit Frack und Zylinder im Abhörraum. Da werden unwahrscheinlich viele neue Sachen ausprobiert. Das ist eine neue radiophone Form. Das geht vom Kinderfunk über den Frauenfunk, übers Turnen, zu all diesen Bereichen, die man vorher nicht gekannt hat. Mit einer Ausnahme, keine Nachrichten. Die will man der Presse nicht wegnehmen. Man macht Verlautbarungen, ein neues Wort, Verlautbarungen. Wasserstand, die Preise am Naschmarkt. Es ist ja im Wesentlichen alles für den Großraum Wien gedacht und was in den Bundesländern gehört werden kann, kommt ja erst später. Für die musikalischen Programme hat er den Max Ast. Da hilft nun die technische Innovation. Man kann Schallplatten elektrisch abtasten. Man muss also nicht mehr das Grammophon mit Schaltrichter vors Mikrofon stellen. Und das heißt, man hat eine Welt von Musik von einem Augenblick auf den anderen erobert. Und man ist mutig, man geht ins Wiener Konzerthaus, in den Musikverein, in die Staatsoper, richtet dort Nebenstellen ein. Man überträgt die ersten Salzburger Festspiele. Nebenstellen, das sind keine Studios. Da wird einfach das Mikrofon ans Telefon angeschlossen. Aber die Telefonleitung ist selbst für die damalige Mittelwellenqualität nicht gut genug. Also erfindet man das Frequenzsplitting, so würde man es heute nennen, die Vierdrahtleitung. Man sendet das Programm über zwei verschiedene Leitungen, jeweils einen Teil des Frequenzspektrums und koppelt sie dann vor der Aussendung wieder zusammen. Das sind derartige gigantische Entwicklungen, die natürlich dann auch das Radio zu einem echten Massenmedium machen. Und das geht gut, solange es geht. Aber die politische Entwicklung in Österreich, und wir unterhalten uns über ganz kurze Zeiträume, ändert sich. Plötzlich kommen aus Deutschland fremde Töne. Der Nationalsozialismus beginnt ja in Deutschland nicht 1933. Da spüren die nicht-arischen Filmschaffenden, die nicht mehr beschäftigt werden dürfen bei österreichischen Filmproduktionen, weil die deutschen Verleihfirmen dann die Filme nicht mehr übernehmen. Und das spürt natürlich auch Cea, der immer mehr unter Druck gerät, ob er Juden beschäftigt. Aber das geht alles noch ganz gut. Die Propagandasendungen kommen aus München und aus Stuttgart. Haltet durch, ihr Landsleute, bald seid auch ihr befreit. Nur dann kommt 1933 und dann kommt 1934 der Austrofaschismus oder wenn Ihnen dieser Begriff nicht gefällt, der Ständestaat. Und jetzt hat sich in Deutschland durch diesen Herrn Goebbels der Rundfunk nicht nur zum Massenmedium entwickelt, sondern zu einem gigantischen Propagandainstrument. Und das kleine Österreich, das also rot-weiß-rot bis in den Tod um sein Überleben kämpft, sucht nun natürlich Verbündete. Mit dem Rosenhügel-Sender geht das nicht mehr. Man errichtet 1933, ich glaube im Mai wird eröffnet, den Biesenberg-Sender, einen der größten Senderanlagen, die es damals gibt, wieder mit Innovationen, mit einem zweiten Sendemast, der nur passiv ist, sodass man diese Wurst Österreich komplett erreicht und trotzdem noch einen Nebenzipfel hat nach Italien, braucht man ja, einen Nebenzipfel hat nach Deutschland, braucht man ja. Und das Funkhaus in der Johannesgasse ist bei weitem zu klein. Nun hat die österreichische Bundesregierung ein Ausbauprogramm gegen die Arbeitslosigkeit eingeführt. Die Wiener Höhenstraße ist eines dieser Projekte. Und was die RAWAG nie stemmen könnte, man erklärt sich bereit, ein großes neues Funkhaus zu bauen. Einen Tempel
des Radios. Denn auch die großen deutschen Häuser des Rundfunks sind Tempel des Radios. Und man beauftragt zwei Architekten, Hermann Eichinger und Heinrich Schmidt, die zuletzt das Wiener Verkehrsbüro gebaut haben und viel früher schon das Militärspital, heute Hanusch-Krankenhaus, mit dem Finden eines geeigneten Platzes, und man beauftragt sie mit Ausarbeitungen von Projekten, und das geht und geht und geht. Das hat schon viel früher begonnen und kostet sehr viel, denn alle diese Projekte müssen ja bezahlt werden. Und als man endlich dazu kommt, in Wien in der Argentinierstraße einen Streifen des Geländes vom Theresianum abzukappen und dort ein neues Funkhaus zu errichten, gibt's Probleme. Diese beiden, Eichinger und Schmidt, haben ja für das Rote Wien gebaut, große Gemeindebauten. Und die sind aber jetzt im Ständestab. Das ist also undenkbar, dass diese Menschen das machen. Man muss eine Ausschreibung machen. Diese Ausschreibung können nur die beiden gewinnen, weil die sind die einzigen, die sich auskennen. Aber man kann sie zu der Ausschreibung nicht einfach einladen, denn das ist ja ein Vorteil. Außerdem, die haben schon sehr viel Geld gekostet. Man möchte gern, dass dieses Geld in das neue Projekt einfach einfließt. Die sagen, nein, das machen wir nicht. Wir haben jetzt jahrelang gearbeitet, wir wollen für das neue Projekt ein neues Geld haben. Aus diesem Dilemma hilft der Staatsarchitekt Clemens Holzmeister. Der ist Chef der Architekten, man macht jetzt eine Proforma-Ausschreibung, die gewinnt er natürlich, kein Zufall, er gewinnt alles. Und jetzt werden die beiden, die es eigentlich gemacht haben, zugezogen. Und der Herr Holzmeister macht da und dort noch ein bisschen was dazu. Und so ist das Wiener Funkhaus entstanden. Das darf man natürlich heute sagen, aber die Legendenbildung von damals hat die RAWA zum ersten Rundfunksender in Österreich gemacht und das Funkhaus zu einer Leistung vom Herrn Holzmeister, wie sich das im Laufe der Geschichte halt ergibt. Wir haben im Dokumentationsarchiv Funk über viele Jahre zu all diesen Themen gezielt und detailliert geforscht. Das Funkhaus ist absolute Novum in jeder Beziehung. Da wird die modernste Technik eingesetzt. Nur um ein Beispiel zu nennen, die beiden großen Senderäume sind konisch gebaut, damit die Schallwellen besser reflektieren. Sie schwimmen auf einem Sockel, damit es keine Schwingungen, keine Schallschwingungen von unten gibt. Man baut einen großen Sendesaal, so etwas hat es bisher nur in Deutschland gegeben, in Berlin und in München. Es dauert halt seine Zeit und auch die Regierung hat nicht so viel Geld, wie sie ursprünglich geben wollte. Dazwischen haben wir alle möglichen Probleme mit Einflussbildung. Die Nationalsozialisten wollen natürlich auch in den Aufsichtsrat. Dann gibt es einen Putsch. Der erste Putsch der Rundfunkgeschichte findet in Wien statt, in der Johannesgasse noch im alten Funkhaus, an dem Tag, an dem dann Dollfuß ermordet wird. Und wer ist der größte Putschist? Wer soll vor das Mikrofon treten und sagen, die Nationalsozialisten haben die Regierung übernommen? Ein gewisser Herr Rintelen, den wir ja mittlerweile dem Namen nachschauen können, der im Aufsichtsrat der RAWA sitzt und daher die Interna sehr gut kennt. Der kann bei dieser Gelegenheit durch das Dachfenster entkommen. Einmal noch, beim zweiten Mal geht es nicht mehr so einfach. Jetzt machen wir einen großen Sprung und kommen also zum März 1938. Mit Österreich rot-weiß-rot bis in den Tod ist von einem Tag auf den anderen ein Ende. Was geschieht im Rundfunk? Und was geschieht 1938 bei der RAWA? 12. 13. März? Ein Techniker, ein unauffälliger Herr, entpuppt sich als U-Boot, kommt mit zwei anderen Herren in Zivil und sagt, so, wir übernehmen jetzt, wir haben den Auftrag, wir übernehmen jetzt, im Betriebsbuch wird ein großes Hakenkreuz gezeichnet, alle müssen raus, auch der Bruder von Schuschnigg, der die letzte Ansprache von Schuschnigg auf tönendem Papier aufgezeichnet hat, denn großes Dokument der Rundfunkgeschichte und der österreichischen Zeitgeschichte. Und dann wird ein neuer Intendant eingesetzt, 14 Tage später kommt wieder ein anderer und aus der RAWA, die de facto liquidiert wird, wird der Reichssender Wien. Und es dauert nicht lang, das Funkhaus ist ja fertig, zieht ohne Pomp und Getöse der Reichssender Wien ins Funkhaus in die Argentinierstraße ein. Der Reichssender Wien, den mag ein gewisser Herr Hitler nicht. Denn Wien verbindet ihn mit den schrecklichsten Erlebnissen und Erfahrungen. Also wird dieser Reichssender Wien klein gemacht. Dann kommt aber
nach dem Gauleiter Bürkel, genannt Bierleiter Gaukel, der Baldur von Schirach. Der versteht sich als Kunstschaffender, als Intellektueller, der er auch war, und der will den Rex in der Wienung zu einem kulturellen Höhepunkt führen, mit Mozartwochen, mit Haydnwochen. Und das sind die einzigen Zeiten vor Kriegsende, wo dieser Sender im Gesamtprogramm des Deutschen Reichs, des Großdeutschen Reichs, auch wirklich auftritt. Die einzige Bautätigkeit, die es zwischen 1938 und 1945 gibt, ist der Sender Dobel bei Graz als Zwischenglied zwischen Wien und dem Balkan-Soldatensender Belgrad. Diese Sendeanlage ist als historische Einrichtung heute noch im Betrieb, noch zu besichtigen. Man kann diesen Besuch nur empfehlen, weil man weiß nicht, wie lange dieses historische Gebäude noch in seiner heutigen Funktion aufrechterhalten werden kann. So wie aus Berlin alles vorbereitet wurde, dass die Hakenkreuzarmeen der Polizei schon vorhanden waren, dass in Aspern bereits das Vorkommando eintrifft, so ist natürlich auch der Bereich Rundfunk exakt vorbereitet worden aus dem Propagandaministerium. Und das bedeutet, dass man nicht nur das Wirtschaftliche, die Liquidierung der RAWAG und dergleichen vorbereitet hat, sondern dass man genau gewusst hat, wen setzen wir da, wo und wie ein, wer wird was, wo machen. Die Propagandastelle der Vaterländischen Front, die zuletzt die Nachrichten beigestellt hat, ist natürlich genauso aufgelöst worden. Also die Gleichschaltung der RAWAG von einem Tag auf den anderen, die sieht man am allerbesten, wenn man das letzte Programmheft von Radio Wien sich anschaut und das erste Programmheft nachher. Das ist ein derartig frappanter Unterschied. Da sieht man, dass es wirklich bis ins kleinste Detail die Vorbereitungen gegeben hat. Die Sendeanlagen selbst haben der RAWAG gehört, sowohl am Stubenring als auch am Rosenhügel als auch auf dem Bisamberg. Die Übertragungsleitungen haben natürlich zur Post gehört, zur Post- und Telegrafenverwaltung. Und es musste zum Beispiel für jede Übertragung eine eigene Leitung angemietet werden. Da gibt es endlosen Schriftverkehr. Hier wäre nachzutragen das entfesselte Mikrofon, das zunächst eingebaut war in einem Übertragungswagen, in einem Reportagewagen, in dem man zunächst Schallplattenaufzeichnungsgeräte, also man hat tatsächlich also Schellackplatten geschnitten, um die dann nach Wien zu transportieren und dort zu spielen. Und später wurde im 40-Meter-Band bei 7 MHz Kurzwelle ausgestrahlt. Vorübergehend, weil die RAWAG dann auch Kurzwellensendungen in diesem Bereich gemacht hat. Und das alles unterlag natürlich der Post- und Telegrafenverwaltung, dem Bundesministerium. Das ging problemlos. Im Prinzip, solange die RAWAG brav gezahlt hat, war das absolut kein Problem. Und man darf ja auch nicht vergessen, die komplette Versorgung der Bundesländer erfolgte nur über Telefonleitungen und dann später über ausgebaute, es war noch kein wirkliches Kabel, über ausgebaute Leitungen. Die Nebensender, die einer nach dem anderen errichtet wurden und nebst bei den Nationalsozialisten genauso unbeschädigt in die Hände gefallen sind, mit Ausnahme des Wiener Bisamberg-Senders, wie dann später, 1945, den Alliierten, die ihre Sendegruppen über diese Sender betreiben konnten, wieder mit Ausnahme von Wien und dem Bisamberg-Sender. Diese Sender wurden von der RAWAG errichtet und bezahlt, aber versorgt natürlich über die Telefonleitungen, über die Leitungen der Post- und Telegrafenverwaltung. Und das waren reine Sendeanlagen und in jeder dieser Anlagen gab es dann ein Mini-Studio, wo man sehr vereinzelt auch Verlautbarungen ausstrahlen konnte. Also wenn man die Programmzeitschriften verfolgt, findet man nur da und dort und auch nicht in allen dieser, jetzt kann man gar nicht sagen Landesstudios, in diesen Nebenstudios Hinweise. Die einzige Ausnahme war Graz. Graz hatte ein eigenes Studio und hatte sehr früh schon ein eigenes mehrstündiges Fensterprogramm.
Natürlich war irgendwann einmal daran gedacht worden, das auch weiter auszubauen. Aber man muss sich ja vorstellen, so gigantisch, so großartig, so formidabel die RAWAG war, es war ja doch nur ein relativer, kleiner, enger Betrieb. Radio war ein Live-Medium. Wir sind sehr traurig darüber, weil wir haben so gut wie keine Aufzeichnung. Die wenigen Schellackplatten, die unterwegs aufgenommen wurden von Reportagen dergleichen, sind bis auf ganz geringe Ausnahmen verloren gegangen. Wir sind sehr stolz, dass wir ein Konvolut von 90 solcher Platten noch gerettet haben. Dann kamen die Wachsplatten, die kamen aber erst ganz zu Schluss aus der Reichssender Wien-Zeit. Das waren Zelluloid-Scheiben, die wurden mit Wachs beschichtet. Da wurde hineingeschnitten, das konnte man einmal, zweimal abspielen, dann war es unbrauchbar. Später hat man das Wachs ersetzt durch Lack. Da konnte man ein paar Mal mehr spielen. Dann kamen die Engpässe, es gab kein Zelluloid mehr. Man hat es auf Kartonplatten, auf Pappendeckelplatten angebracht. Und dann erst kamen die Dezellitplatten, das war ein weicher Kunststoff, den konnte man häufiger spielen und pressen. Und Ende der 40er Jahre die ersten Versuche mit dem Magnetophonband. Aber das Magnetophonband in anderer Form gab es bei der RAWAG. Schon viel früher. Als die RAWAG begann, gab es keinen Tonfilm. Die RAWAG war konkurrenzlos. Aber dann kam der Tonfilm. Und Tonfilm heißt, dass seitlich, da wo die Perforierung des 35mm Streifens ist, dass man da mit Lichtton eine Tonspur erzeugt hat. Vereinfacht gesagt, durch Halbleiter wurde abgetastet, wurde das Frequenzspektrum nachgeformt. Grundlage dieser Abtastung waren Selenzellen. Selenophon nannte dann Oscar Scheier seine zweite Firma. Die hat nämlich im Prinzip nichts anderes gemacht, als aus diesen senkrechten Filmstreifen ein waagrechtes Papierband, beschichtetes Papierband zu machen. Tönendes Papier hat man das genannt. Jetzt plötzlich konnte man mit wesentlich höherer Qualität bis zu 30 Minuten auf einem solchen Band aufnehmen. Es gibt die Geräte noch, die Bänder leider nicht mehr. Der Verlust all dieser Dinge ist wirklich schmerzlich. Toscanini hat sich dann schließlich geweigert, auf irgendeinem anderen Medium als aus diesem tönenden Papier aufzunehmen. Da waren zwei Abspielgeräte, man hat zwei Sätze der Schallplatten gehabt und man hat immer von der einen auf die anderen mit einem Umspielen, mit einem Hebel klicken oder Hebel schieben, übertragen, dass es auch wirklich funktioniert, dass die Reihenfolge richtig eingehalten wurde. Dafür gab es eigene Kontrollorgane, das waren Beauftragte, die nichts anderes zu tun hatten, als zu hören, ob richtig abgespielt wird. Einer von denen war der sehr bedeutende Komponist Anton Webern. Man kann es nicht oft genug sagen, diese RAWAG war ein derart innovativer Dienst. Da gab es dann zum Beispiel das Radiobild. Zu den Vorträgen, die gehalten wurden, gab es Bildstreifen. Diese Bildstreifen konnte man in einem Episkop abspielen. Man hat also dieses Gerät gekauft, man hat die Bildstreifen abonniert. Ich bin sehr stolz, das Dokumentationsarchiv Funk hat einen kompletten Satz aller dieser Bildstreifen. Der Vortragende hat gesagt, und nun legen wir Streifen 3 ein. Und dann hat man das einfach eingeschoben und hat sich im Wohnzimmer an der Wand die Projektion angeschaut. Das ist über einige Jahre gegangen, hat sich dann nicht bewährt und wurde wieder eingestellt. Aber das andere war der Fultograph. So wie es bereits Fernsehversuche gab mit der Nipco-Scheibe, gab es auch Radioversuche, also der Versuch, durch Modulation der Mittelwelle ein Tonspektrum zu übertragen und das Bild, das übertragen werden sollte, aufzulösen in verschiedene Bildpunkte, von ganz weiß bis tiefschwarz, Zeile für Zeile. Sie hören schon, heute ist das Prinzip des Fernsehens geworden. Und diese Bildpunkte in verschiedener Tonhöhe zu übertragen. Diese Versuche sind tatsächlich gelungen.
Und das Funkbild, das man ja in den Zeitungen kennt, das ja genauso übertragen wurde, aber eben auf telegrafischem, auf Drahtweg, wurde jetzt drahtlos übertragen. War ein Minderheitenprogramm, aber technisch eine ungeheure Innovation. Bitte bedenken Sie eines, die Zeiträume. 23, 24 Hektaphon. 24, 34 die eine Rawak. 34 bis 38 die andere Rawak. 38 bis 45 der Reichssender Wien. Es sind so kurze Zeiträume. Rechnen Sie jetzt vom Jahr 2019 oder 2020 zurück. Diese 10 oder 15 oder 20 Jahre, die noch im Bewusstsein unserer eigenen Generation sind, dann sieht man, wie kurz diese Zeiträume waren. Ein anderes Beispiel, die Programmzeitschrift. Das Programm muss verlautbart werden. Natürlich eignet sich in erster Linie die Tagespresse. Die Tagespresse gehört aber halb zum Feind. Und was sie macht, ist gerade mal aufzulisten, was da kommt. Es entstehen Programmzeitschriften, und zwar schlagartig, die wie die Pilze kommen sie. Anderle ist einer der ersten, der bewusste Anderle mit seiner Radiowelt. Da gibt es auch Kritik, da eröffnet sich schon wieder neue publizistische Formen. Natürlich möchte auch die Rawak nicht von fremden Informationen abhängig sein. Von der ersten Woche gibt es nichts. Ab der zweiten Woche wurde hektografiert für die Zeitschriften und Zeitungen. Und dann entstand bereits Radio Wien, die wöchentliche eigene Programmzeitschrift, die völlig kritikfrei war, im Gegensatz zu den anderen, aber ausufernd über die Sendungen selbst berichtet hat und für uns heute eine unermessliche Quelle der Information ist. Ich darf das bei dieser Gelegenheit vielleicht erwähnen. Das Dokumentationsarchiv Funk hat als eine Überantwortung des ORF ein gewaltiges Konvolut von 4.700 Manuskripten, die sich durch ein Wunder erhalten haben, übernommen. Und alles, was als Ton nicht vorhanden ist, kann nun gelesen, kann nachgelesen werden. Und mit Hilfe all der Programmzeitschriften und aller anderen Informationen, die man beschaffen kann, entsteht jetzt ein Bild derer, die das gemacht haben und was gemacht wurde. Und es ist nicht zu glauben, die Personenanzahl. Das Werkverzeichnis sind 4.700. Das Künstler-, das Mitschaffendenverzeichnis, 7.000 Personen, die im Lauf dieser kurzen Zeit tätig waren. Alle die Informationen, die da falsch sind, sind deshalb falsch, weil Legendenbildung ist. Natürlich, die Rawak wollte nie sagen, dass es Hekaphon gegeben hat. Das hat man so lange unter den Tisch gekehrt, bis es sich nicht mehr vermeiden ließ. Ich wäre so glücklich, wenn wir einmal im Studio 3, ich rede jetzt gar nicht vom großen Sendesaal, für unser eigenes Haus und für interessierte Hörerinnen und Hörer einen Abend gestalten würden, die Geschichte des Funkhauses Wien. Trauen Sie sich natürlich jetzt nicht drüber, weil da kommt dann irgendeiner und steht auf und sagt, das verscherbeln Sie. Das würde ich vollkommen auslassen. Aber all das Material, das wir haben, Bild, Ton, all das Wissen, einmal öffentlich wiedergeben, solange noch lebt. Cea und die Leute im Aufsichtsrat, der anders geheißen hat, hatten natürlich auch Bekannte. Und manche dieser Bekannten hatten natürlich auch ein Interesse, irgendwie versorgt zu werden. Und so wurde also nun eine eigene Einrichtung geschaffen, die diese Bildstreifen produziert und publiziert hat. Und das hat sich aber nicht wirklich durchgesetzt und daher hat man dann die Informationen und auch die Bildstreifen als Beilage in die Programmzeitschrift Radio Wien aufgenommen. Es stand natürlich in der Programmzeitschrift, dazu gibt es Bildstreifen und bitte kaufen Sie sich das Gerät und bitte abonnieren Sie die Bildstreifen. Wenn Sie Rawak sagen, müssen Sie sagen, ist gleich innovativ. Schauen wir es uns einmal grundsätzlich an. Es gibt zwei Programmschwerpunkte, Wort und Musik. Bei der Musik hat man zunächst bei diesem einen Mikrofon, gerade mal Klavier, Kapelle Bert Silving, nicht sehr viele Möglichkeiten. Die Schallplatte ermöglicht nun ein weites musikalisches Feld, weil Schallplatten gab es und gibt es und war auch die Produktion natürlich wesentlich preisgünstiger. Über Urheberrechte und so, das wäre wieder ein anderes Thema. Dann kamen die Live-Übertragungen.
groß innovativ, aber es lag natürlich auch an einem Konzertveranstalter, dafür zu sorgen, dass nicht 400 Leute oder meinetwegen 1000 Leute das hören, sondern sehr viel mehr. Und das erzieherische Effekt, dass also Leute nun erfahren, was es hier alles gibt und wo es das gibt und dass man da hinkommen kann, das ist toll. Bei der Musik konnte man sich also jetzt von der Unterhaltungsmusik, bitte nach Möglichkeit keine Popmusik, wie wir es heute sagen würden, keine Schlager, das ist für ein Medium, das der Bildung, der Belehrung und der Information dient, nicht unbedingt geeignet und entspricht auch nicht dem Charakterbild der Verantwortlichen. Aber gehobene Unterhaltungsmusik, also Operette und dergleichen jederzeit, und das bis zur sehr anspruchsvollen Musik, wo sich dann die Hörerinnen und Hörer beschweren und sagen, was soll ein solches Minderheitenprogramm? Beim Wort sieht die Sache anders aus. Das konservierte Wort auf Schallplatte gibt es ja so gut wie nicht. Also muss alles live gesendet werden. Und hier sind Sie schon einmal beschränkt auf das Studio, solange das Mikrofon nicht freigesetzt wird und dann über Telefonleitung oder über einen Übertragungswagen aufs Land fahren kann, wo der Andreas Reischeck, Pionier dieser neuen Sendungen, dieser volkskundlichen Sendungen, die auch heute noch große Popularität haben. Wer hat denn die damals erfunden? Er ist in ein Dorf gefahren und hat sich in ein Bierwirtshaus gesetzt und hat dort also die Leute interviewt und die Volksfeste übertragen. Dora Miklosic, die Gattin des Literaturchefs, spätere Gattin des Literaturchefs Hans Nüchtern, hat gesagt, wir müssten doch auch was für Kinder machen. Sie war die Pionierin des Kinderfunks. Dann gab es den Oskar Grissemann, den Bastelonkel Oskar Grissemann. Der hat Bastelanleitungen. Stellen Sie sich das bitte heute vor, dass sich 10- oder 12-Jährige zu Bastelanleitungen ans Radio setzen, im Programmheft nachschauen, wie man das machen kann und wie man einen Hampelmann bastelt. Aber das war natürlich damals vollkommen neu. Und man hat Stufe für Stufe das Publikum kennengelernt und angesprochen. Ja, da waren auch die Arbeitslosen dabei. Ja, wie war denn das möglich? Nicht sehr lang, aber wie war denn das möglich? Weil im Programmbeirat, ich nenne jetzt den aktuellen Namen, da saßen ja die Vertreter der Interessensgemeinschaften. Am Anfang haben sie sich alle zurückgehalten, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass dieses neue Medium so interessant werden konnte. Aber dann ist zum Beispiel die Sozialdemokratie gekommen und hat den Josef Luitpold Stern, einen Arbeiterdichter und einen Kulturschöpfer der Sozialdemokratie, da reingesetzt. Natürlich hat sich der darum gekümmert, welche Programmschiene da gelaufen ist. Der Wasserstand, die Naschmarktpreise, alles was Ihnen so seltsam vorkommen mag heute. Aber denken Sie an damals, wo die Hausfrau wissen wollte, was kostet denn das jetzt da oder dort und dann hingegangen ist oder nicht, wenn es sich mit dem Budget ausgegangen ist oder nicht. Der Wasserstand für die Donauschifffahrt, für die Schifffahrt auf dem Donaukanal und so weiter. Eine Veranstaltung der Volkstanzgruppe Alsergrund. Über die Verlautbarungen konnte man darauf hinweisen. Das Programm der Urania. Die Volkshochschule Urania hat auf ihre Programme gedruckt. Beginn 19 Uhr Rawak-Zeit. Was sehr wichtig ist, wir unterhalten uns jetzt ja nur über die Zeit bis 1938. Aber man muss auch den Sprung nach 1945 wenigstens einmal wagen. Zwischen 38 und 45 wurde im Prinzip dasselbe Programmformat abgewickelt. Natürlich, es kamen neue Zielgruppen dazu und die Art der Aussendung war völlig anders. Das Propagandaziel war ein völlig anderes. Aber nach 1945 hat diese neue RABAG oder Radio Wien, wie es dann geheißen hat, genau dort angeknüpft. Es gab dieselben Bastelstunden wieder und dieselbe Dora-Tante hat wieder ihre Kinderfunksendungen gemacht. Man hat, das mag man als Vorteil oder als Nachteil sehen. Man hat 1945 beim Neuanfang die Jahre 38 bis 45 einfach ausgeblendet. Wenn wir also jetzt die Reihe durchgehen, dürfen wir die Sportberichterstattung nicht vergessen. Der erste, Schmieger, die Sprachkurse,
Esperanto unter anderem, denn die Frage nach einer Weltsprache war damals eine ganz wesentliche. Dieses Medium Radio hat wirklich alles aufgegriffen, was die Volkshochschule allein nicht konnte und was die Presse nicht zu bieten hatte. Es war ein ungeheuer wichtiges Volksmedium. Man darf das nicht unterschätzen heute, wo Radio, abgesehen jetzt von bewussten Hörern wie die, die jetzt gerade dran sind, von einem Sekundär- zu einem Tertiärmedium zu einem Nebenbeihörmedium geworden war. Damals sind die Leute wirklich vor dem Radio gesessen, also zunächst mit den Kopfhörern und dann beim Lautsprecher gesessen, und man hat das Rundfunkprogramm als Teil der Tagesplanung und der Kulturplanung angesehen. Und das sollten Sie nicht vergessen, Bildung macht frei, Wissen ist Macht. Radio war ein Bildungsfaktor, der für, darf man sagen, das Proletariat, die Arbeiterschichten, für Menschen, die sonst keinen Zugang gehabt hätten und hatten zu höheren Kulturgütern, plötzlich ein vertrautes Medium wurde. Damals gab es Radiostunden für die, die sich kein Radio leisten konnten, aber natürlich auch für Vereinigungen, die das zur Gemeinschaftsbildung genutzt haben. Nun, jetzt gehen wir ein Sprünglein weiter, denken Sie an die Fernsehstuben, die Extrazimmer in den Gasthäusern und Parteilokalen am Anfang der TV-Zeit. Im Beirat saßen die Vertreter der Interessensgemeinschaften, der politischen, der kulturellen, da saßen die Ministeriensvertreter, und man hatte die unterschiedlichsten Interessen. Aber eines war es nicht. Es war kein politisches Gemauschel und hin und her, sondern man hat ganz ernsthaft die eigenen Interessen im Interesse des Radios durchgesetzt. Der Jay hat es nicht immer leicht gehabt, weil er ja dann Mehrheitsbeschlüssen unterlegen ist. Aber denken Sie nur an die gewaltigen Aufwände der Finanzierung, die er stemmen musste. Und die sind nicht gekommen und haben gesagt, bitte dürfen wir Ihnen jetzt ein paar Millionen für das Funkhaus geben oder für den Biesenberg oder für diesen oder jenen Ausbau. Er musste natürlich auch Content und Leistung bringen. Die Leute, die im Beirat saßen, hatten alle gewisse Interessen zu vertreten, und die haben sie beinhart vertreten. Aber über allem stand eben Radio, RAWAG weiterbringen. Wie finanziert man ein solches Projekt? Man hat eine Aktiengesellschaft. Wie heißen denn die, die hören dürfen? Die heißen Abonnenten. Und wie kommen die Abonnenten zu ihrem Abonnement? Am Anfang ganz einfach. Aber wie kommt man zu den Bauteilen, die man dafür braucht? Es gibt einen Berechtigungsschein. Und man muss also, um Radio hören zu dürfen, diesen Berechtigungsschein erwerben. Und da gibt es Abschnitte für den Detektor und für den Kopfhörer. Und ein Abschnitt ist Abonnement. Und ohne Abonnement kriegt man die anderen Sachen nicht. Schwarz hören, ausgeschlossen. Ein hervorragender technischer Kniff vom Jaya. Das ging natürlich nicht mehr, als man Radios verkaufen konnte. Und von dem Augenblick an gab es Abonnenten. Die Abonnentenverwaltung gab es in der Johannesgasse im Funkhaus. Ganzes Stockwerk war damit gefüllt. Gab es auch nach dem Krieg noch ein bisschen. Ja, und Schwarzhörer gab es. Und der Kampf gegen die Schwarzhörer war ein gar nicht so einfacher. In Deutschland war es leicht. In Deutschland bekam die Polizei das Durchgriffsrecht. Die konnten um 2 in der Früh anklopfen und sagen, haben Sie ein Radio? Konnten das beschlagnahmen und Strafen austeilen. Also so arg war es in Österreich nicht. Die Anzahl der Schwarzhörer kann man schwer abschätzen. Aber andererseits, einen Detektor konnte man leicht bauen. Aber die Ansprüche an ein Radiogerät wurden ja wesentlich größer. Und in dem Augenblick, wo sich jemand ein Radio gekauft hat, haben auch die Nachbarn, haben das alle gewusst. Also Schwarzhören war nach wie vor ein Kavaliersdelikt, ist es bis heute ja geblieben. Aber nicht so tragisch, wie man das in den ersten Jahren befürchtet hat. 1923 gibt es kein einziges Geschäft, das Radios verkauft. 1924 hat jeder Fahrradhändler, jeder Glühlampenhändler ein Angebot von
Detektor und Kopfhörer und diesem und jenem, weil das ist die neue Zeit. Und es gibt dann schon die erste Funkausstellung, weil natürlich die Industrie sofort anspringt, die Geräteindustrie. Die großen Namen, die man also lange Zeit gekannt hat, Kapsch zum Beispiel, um nur einen zu nennen, die haben natürlich sofort produziert. Und die Radios waren ungeheuer teuer, es war ein Luxusgegenstand. Ja, wir sind ja bitte schließlich auch in der Hochzeit der Inflation. Und die Arbeitslosen konnten sich sowas natürlich nicht leisten. Da haben dann die Radioverbände, der Freie Radiobund und wie sie alle geheißen haben, mit Bastelabenden und tausenden Mitgliedern dafür gesorgt, dass alle irgendwie Radio hören konnten. Und mit dem technischen Fortschritt, also eingebauter Lautsprecher, dynamischer Lautsprecher, neue Bauteile, Röhrenradio, Abstimmungsmöglichkeiten, das ist ja rasant gegangen, wurden auch die Geräte immer günstiger. Und ob man nun will oder nicht, was im Deutschen Reich passiert ist, geschehen ist, der Volksempfänger, man mag nun sagen, was man will und warum er eingeführt wurde, aber das war natürlich ein riesiger Schritt zum Massenempfang. Dem konnte in Österreich keine Firma wirklich gleichkommen. Allerdings, der Volksempfänger wurde ja auch in Österreich dann produziert und in Österreich genauso verteilt wie im späteren Großdeutschen Reich. Es gab drei Phasen. Die erste Phase war bei der Übernahme 1938. Wurde natürlich das gesamte Material beschlagnahmt. Wie viel davon vernichtet wurde schon an den Tagen zuvor und wie viel nach Berlin transportiert wurde, wie viel in Wien geblieben ist, lässt sich aus heutiger Sicht ja leider nicht mehr nachvollziehen. Die zweite Phase war dann 1945 durch die Bombardierung des Funkhauses, da ist ja ein ganzer Trakt kaputt gegangen, durch die einziehende Rote Armee, die alles, was nun deutsch war, vom Geld angefangen, alles nach Moskau abtransportiert hat. Und da war wirklich alles, was die Politkommissare der Roten Armee im Funkhaus Wien fanden, war faschistisches Gut. Und ging daher, sobald es nicht wieder vernichtet wurde, nach Moskau. Dort muss doch sehr viel in nicht erschöpften Quellen vorhanden sein. Dann kam der dritte Schub zwischen 53 und 55. Da wurden dann die Materialien der Besatzungssender abgewickelt. Traurige höchste Ergebnis ist, dass das komplette Material von Rot-Weiß-Rot, alles, das komplette Material von Rot-Weiß-Rot, mit ganz wenigen Ausnahmen, die jemand gestohlen hat, entsorgt wurde. Die Sendegruppe West, das Material wurde zu einem Gutteil gerettet. Das sind 26 Archivkartons, die im Landesarchiv Vorarlberg sind. Die waren in einem derartig desolaten Zustand, dass man ganze Blöcke, weil sie zusammengebacken sind, nicht mehr verarbeiten konnte. Wir haben dort über lange Zeit alles, was nur irgendwie digitalisierbar war, digitalisiert. Alles, was die Sendegruppe Alpenland betrifft, ist irgendwo in London geraten. Und was die Voice of America betrifft, ist im National Archive in Washington alles. Da findet man vor allem also Dokumente, nichts über den Programminhalt, aber Dokumente, wer kennt der Nazi gewesen sein und wie viel Zuspruch hatte diese Sendung. Man war ja geradezu schizophren, dass Rot-Weiß-Rot eine Konkurrenz zu Radio Wien gewesen sei. Es stand 80 zu 20 günstigstenfalls der Höreranteil. Das hat man damals nicht zur Kenntnis genommen. Vielleicht noch eine kleine Anekdote zu den allerersten Jahren. Dieser bewusste Herr Anderle, dem wir bereits mehrfach begegnet sind, hat auch jene Leute zusammengefasst, die selber Radio machen wollten. Die wollten Versuchssender bauen, und halt, ja, zu der Zeit, wo die RAWAG nicht sendet, selber senden. Diese Versuchssender wurden dann allerdings von der Behörde nicht genehmigt. Die hatten schon einen Versuchssenderverband
gegründet. Den haben sie halt dann umfunktioniert. Aus dem sind die österreichischen Funkamateure geworden, die heute noch Österreichischer Versuchssenderverband heißen. Und als dann der Versuch einer Studiensenderverordnung, so hieß das dann, fertig wurde, steht da drinnen, in der Zeit, in der die RAWAG sendet, dürfen Funkamateure nicht senden. Auch das hat sich dann in der endgültigen Fassung natürlich nicht gehalten, aber es hat Jahre gedauert, die haben alle auch im Untergrund gesendet, es hat Jahre gedauert, bis sie legal senden durften, genau genommen bis zum Jahr 1934. Der andere, da kommen so Leute zusammen, es wäre so schön, wenn man das auch in einer Kultursendung vermitteln könnte. Wie geschieht so etwas? Wie kommt es zu einer solchen Entwicklung? Da kommen Leute zusammen, ich sage es jetzt aus der Textilbranche, die spinnen. Aber wenn sie nicht spinnen würden, könnten die anderen nicht wirken. Da kommt der Nüchtern, da kommt der Richterer, da kommt der Anderle, da kommt der Bert Silving, da kommen Leute, die bereit sind, Burgtheaterschauspieler, die bereit sind, sich nicht für ein Publikum zu stellen, sondern zu sprechen. Da kommen Leute aus der Volksbildung, denen man sagen muss, nicht brüllen, man hört sie, auch wenn sie gewöhnlich sprechen. Man muss natürlich das Radio, die RAWAG, als politischen Faktor auch berücksichtigen. Zwei Dinge. Das eine ist Urheberrecht. Das hat es ja für Rundfunk nicht gegeben. Also am Anfang standen Fragen des Urheberrechts, dann später des Programmaustausches, der rechtlichen Verbindungen, wenn man nun etwas übernimmt, der Frage der Honorare und Vergütungen für Autoren, des Wiederverwendens von Material. Alles Neuland, alles Neuland. Rundfunk verstand sich ausdrücklich als nicht politisches Medium. Bildung, also Information und Unterhaltung. In Deutschland war das so, Deutschland war ja ein Jahr vorher schon mit der Reichsrundfunkgesellschaft unterwegs. In Deutschland durften die Rundfunkstationen keine eigenen Nachrichten senden. Da hat die Regierung eine eigene Gesellschaft gegründet, die die Nachrichtensendungen beigestellt hat, damit da ja nichts passiert. Hat bis 1933 gehalten, natürlich nicht länger. In Österreich war die RAWAG kein politisches Medium. Ja, natürlich, im Beirat, wen hat man bestellt? Natürlich auch in der Programmgestaltung, welche Programme hatten Vorrang, welche Nachrang, wer durfte da rein, wer musste da raus. Aber mit dem Ständestaat hat sich das schlagartig geändert. Die Propagandastelle hat dafür gesorgt, dass alle großen Veranstaltungen übertragen wurden. Und zu den Übertragungen hat natürlich auch gehört, die Totenfeier für die verstorbene Gattin eines hohen Funktionärs der Vaterländischen Front. Und natürlich wurden die täglichen Radioprogramme jetzt mit Nachrichten gefüllt, Nachrichten. Das, wonach man sich richten kann, darf oder soll. Wir haben jetzt mit einem Wort die gesamte Informationspolitik umschrieben. Da kam aus dem vom Ballhausplatz mit einem Motorradboten der Text für die zu verlesenden Nachrichten. Also da wurde es natürlich schon vor 1938 zu einem politischen Medium. Nehmen wir die Abschiedsrede von Schuschnigg. Die RAWAG hatte Tage zuvor im Bundeskanzleramt in einem Raum ein Studio vorbereitet und hatte 24 Stunden lang Leitungsverbindung aufrechterhalten, weil man geahnt, befürchtet, gewusst hat, da kommt etwas. Und als der Schuschnigg zu sprechen begann, da hat man vorher angerufen in der Johannesgasse und gesagt, Achtung, es kommt jetzt gleich, da kam dann die Unterbrechung. Warum? Damit man in der RAWAG auf tönendem Papier diese Ansprache aufnehmen konnte. Daher ist sie auch noch in dieser hervorragenden Qualität erhalten geblieben. Und wann diese Ansprache kommt, im Laufe des Tages, der Schuschnigg hat immer wieder gezögert, wurde gedrängt. Man wollte auch, dass schon Nationalsozialisten da sprechen dürfen. Das konnte noch verhindert werden. Also da war das Radio der wesentliche politische Faktor und über Generationen hinaus
hat sich jeder Österreicher so oder so an diese Rede erinnert. Es war kein Studio. Es war dort ein Mikrofon aufgebaut an einem Schreibtisch, an dem normalerweise, üblicherweise der Schuschnigg nicht gesessen wäre. Ja? Heute würde man die Fahne dazu hängen. Und die Leitung war da und sie ist aufrechterhalten worden und es gab noch ein hektisches Telefonat. Kommt er nicht? Ja. Sagt er was? Sagt er nichts? Darf er nicht? Kommt jemand anderer? Also das über diese letzten Stunden gibt es auch Zeugnisse von Leuten, die dabei gewesen sind. Also ich habe jetzt gesagt, es wurde auf tönendem Papier aufgenommen. Die Rede ist länger als eine Schellackplatte. Man hatte in der Johannesgasse sowohl tönendes Papier als auch den Tangentialschneider. Ich behaupte, einfach weil es zu lang war, sonst hätten es müssen zwei Schellackplatten, ist auch denkbar. Nur wann hätte man denn die später zusammengeschnitten? Also die Vermutung, dass es tönendes Papier war, bestimmt auch, oder war wahrscheinlich auch Schellack daneben, wenn es irgendwie gegangen ist. Man wusste ja nicht, was kommt. Und stellen Sie sich also jetzt vor, es gibt eine längere Ansprache oder es gibt irgendeinen Tumult. Dann wäre man mit diesem Schellack sehr schlecht bedient gewesen. Man besaß ja nur zwei Stationen, nur zwei Aufzeichnungsgeräte. Was heißt Archivarbeit? Archivarbeit ist Archäologie, ist die Suche nach verschütteten, nach verlorenen Spuren und so wenig wie möglich Mutmaßung. Und mit jedem Tag verlieren sich, zerrinnen die Spuren. Und mit jedem Tag sind die Legendenbildungen größer. Bei uns an der Tür steht, das was hier ist, gäbe es nicht mehr, wenn es nicht hier ist. Und es steht dabei, unsere Erinnerung reicht maximal zwei Generationen zurück. Ab der dritten Generation ist es die Erinnerung an eine Erinnerung. Und jetzt denken Sie selbst einmal nach. Wie oft haben Sie irgendeine Geschichte erzählt? Wie hat sich die im Lauf der Erzählung verselbstständigt? Die ist zur Legende geworden. Jetzt lade ich Sie ein und sage, bitte, Sie sind also ein prominenter Mensch oder ein wichtiger Mensch oder für uns wichtiger Mensch. Erzählen Sie uns doch, wie war das? Gut. Und Sie waren Mitglied der... Das ist Ihnen heute peinlich. Also waren Sie nicht Mitglied der... Sondern Sie waren ein Opfer der... Oder ein... Allenfalls einer, der seine Pflicht getan hat, der nebensächlich war, der Mitläufer war. So, und jetzt kommen plötzlich Spuren, die zeigen, sie waren also im günstigsten Fall ein Spitzer, ein Mitmacher. Das ist nicht so einfach. Wie wollen wir das beweisen? Wenn man dann aber drauf kommt und wenn es die Spuren gibt, dann wird es natürlich für alle Beteiligten schwierig. Das ist das Ärgerproblem. Beim Ärger hat jeder gewusst, das war ein Kommunist, das ist ein Nazi, ein prominenter Nazi. Da gab es jemanden, der hat eine wöchentliche Sendung für den Bundespressedienst gemacht und hat die junge Republik verteidigt. Und der hat aber vorher in der Nazi-Zeit sich das Reich publiziert. Der Andreas Reischek hat drei Phasen gehabt. Radio Wien, Nationalsozialismus und Rot-Weiß-Rot. Das sind drei verschiedene Menschen in drei verschiedenen Zeiten. Schwierig auch das Ganze zu bewerten und zu berücksichtigen. Nehmen Sie ein letztes Beispiel. Guggenberger. Dr. Sigmund Guggenberger war Literaturpapst oder Literaturchef oder Literaturmitarbeiter und wissenschaftlicher und Kulturmitarbeiter bei der RAWAG. Also ein Mitarbeiter vom CEA, damit ein Untergebener vom CEA. Er war dann in der Vaterländischen Front, nachdem er den Konradburger Eid geschworen hatte, in der Propagandastelle im Ballhausplatz und hat dort die Nachrichten geschrieben, die er dann geschickt hat und die der CEA senden musste. Er war also ein Vorgesetzter vom CEA. Nach 1945 war er als christlich-sozialer an leitender Position bei diesem neuen Radio Wien, also bei diesem öffentlichen Unterhaltungsrundspruch, der ja mehr war als Radio Wien, sondern der also vorgesehen war. Er war der öffentliche Verwalter des Radiorundspruchs. Er war der Chef. Und was schreibt der Ärgert jetzt über ihn? Daher müssen wir kritisch, wir müssen dankbar sein, dass es überhaupt was gibt. Wir müssen sehr verärgert sein, dass er die Quellen nicht angeführt hat. Wir müssen die einzeln nachdröseln. Und wir müssen versuchen, ein bisschen mehr zur Wahrheit zu kommen. Heute ist es wurscht.
wer der Guggenberger war. Um den kümmert sich keiner mehr, also für den interveniert niemand mehr. Ja. Und wenn der jetzt vorn Kerzen geschluckt hat und hinten der Kryptokommunist war, dann hat er halt vorn Kerzen geschluckt und so weiter. Thea hatte sich von allem Anfang an, weil Österreich zu klein ist, um international zu realisieren, um diesen internationalen Programmaustausch schon gekümmert. Wir sind ein Kulturland. Wir sind klein, aber wir haben was anzubieten. Und damit hat man natürlich einen großen Vorteil gehabt. Man konnte die Lilliputaner-Tätigkeit kaschieren. Er war ein Pionier, hat auch leitende Funktionen gehabt. Und es gibt eine Sammlung von Fotografien im nicht fertigen Funkhaus, wo die internationalen Gäste kommen, die fahren also auf den Pisanberg rauf, da gibt es einen Film davon, und da sind die internationalen Gäste, um das halbfertige Funkhaus zu sehen. Ja, Thea war eine extrem dynamische Persönlichkeit. Man hat ihm übelst mitgespielt. Der erste Sender am Schubenring, den hat er aus Deutschland geholt und selbst bezahlt. Man hat ihn um sein Aktienkapital mehr oder weniger geprellt. Da gibt es also eine ganze Reihe von Dokumenten, die zeigen, wie man ihm auch die Gage prellen wollte. Er hat dann später, als er enteignet wurde 1934, 38, mehr oder weniger vergeblich darum gekämpft, dass er seine eigenen Sachen kriegt. 1945 wird er wieder eingesetzt. Das muss man sich vorstellen. 1945 kommt er im April mit seiner Schreibmaschine unterm Arm in das kaputte Funkhaus. Ja? Steigt er durch den Schutt und den Trümmer in sein altes Büro, wischt den Staub weg, steht die Schreibmaschine hin, macht ein erstes getipptes Rundschreiben an die wenigen Mitarbeiter, die da gekommen sind. Wird, weil es keinen anderen gibt, zum neuen öffentlichen Verwalter bestimmt. Und dann wollen die Kommunisten, die ja das Funkhaus erobern wollen, die ja da hineinputschen wollen, ist ja im sowjetischen Sektor, dichten sie ihm eine nationalsozialistische Vergangenheit an. Natürlich haben die da und dort ein Dokument gefunden von den Nazis, wo sein Name draufgestanden ist. Und er hat wie ein Löwe kämpfen müssen um seine Rehabilitierung. Was war das für eine Enttäuschung? Und dann hat man ihm, ja, man hat ihn einmal nach 10 Jahren eingeladen, man hat ihn, ich muss Ihnen den Zettel zeigen, mit dem er des Hauses verwiesen wurde. Und dann hat man ihn mehr oder weniger vergessen. Er war nichts mehr wert. Er war nichts mehr wert. Und das ist eine, ja, so gehen wir mit den Menschen um, von denen wir meinen, wir brauchen sie nicht mehr. Er ist natürlich Chef, er kann eine ganze Menge Sachen machen, aber er kann nicht gegen Interventionen. Da gibt's Dokumente, wo er also dann sagt, ich beschäftige keine Juden mehr. Was natürlich falsch war. Aber genau mit den Dokumenten hat man ihn dann aufgehängt. Er hat gesagt, Leierle beschäftigt keine Juden mehr und hat Juden beschäftigt. Sehr mutig war er nicht, er konnte zu der Zeit auch gar nicht mehr.